Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. In dieser Woche ist es mir zweimal passiert, in zwei Terminen, dass ich das Training mit meinen Kunden abbrechen musste und nicht komplett durchziehen konnte, weil die einfach nicht mehr konnten, weil die einfach erschöpft waren, weil die einfach ihre Körner verbraucht haben. Und warum ist das passiert? Die Antwort ist ziemlich einfach. Die hatten nicht richtig vor dem Training gegessen. Sprich, die haben einfach nicht genug Nahrung zugeführt. Und deswegen war einfach nach einer gewissen Zeit Training, nach einer halben, dreiviertel Stunde, ich weiß es nicht mehr ganz genau, war das Training einfach durch. Wir konnten nicht mehr vernünftig trainieren, die Energie war verbraucht. Und dann haben sie mir solche Dinge gesagt, okay, ich ernähre mich im Moment Low Carb, ich esse also weniger Kohlenhydrate, ich verzichte ganz auf Kohlenhydrate, ich esse mehr Proteine. Das ist doch gut für mein Training. Ein anderer Kunde hat gesagt, ja, ich möchte aber doch abnehmen, deswegen esse ich weniger. Und deswegen ja, habe ich vor dem Training nichts gegessen, damit ich ja möglichst meine Fette verbrenne. Ich möchte also die Frage beantworten, macht das Sinn, vor dem Training oder nach dem Training möglichst nichts zu essen, weil du Fett verbrennen möchtest? Und die Antwort ist ganz klar, nein, das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich sage dir auch warum. Wenn du vor dem Training nichts isst und du hast wenig Energie, dann wird das einfach dafür sorgen, dass du entweder weniger intensiv trainieren kannst, also dass du im Training wenig Energie umsetzt, dadurch, dass du mit niedriger Intensität nur trainieren kannst. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, so wie es uns jetzt passiert ist, dass das Training gar nicht komplett durchgeführt werden kann, ja, weil man einfach unfreiwillig vorher schon am Ende ist, weil man keine Power mehr hat. Deswegen macht es keinen Sinn, vor dem Training nichts zu essen. Nach dem Training nichts zu essen, die Kalorien sich nach dem Training einzusparen, macht in meinen Augen auch keinen Sinn, weil du nach dem Training durch die Mahlzeit direkt die Regenerationsphase einleitest. Das heißt, wenn du nach dem Training das Richtige isst, sorgst du dafür, dass du sofort das Immunsystem abfängst, dass der Körper sich also stabilisieren kann, dass die Regeneration, die Reparatur im Körper eingeleitet wird und dass der Trainingseffekt sofort beginnen kann, sich aufzubauen. Isst du nach dem Training nichts, hast du quasi eine Lücke und du sorgst eher dafür, dass der Körper noch weiter geschwächt wird. Ja, und das schmälert letzten Endes deinen Trainingserfolg. Wenn du abnehmen möchtest und Fett verbrennen möchtest, dann ist es generell wichtig, dass du eine niedrige Kalorienbilanz hast. Das heißt, dass du innerhalb eines Zeitraums, ich sage jetzt mal zum Beispiel 4 Wochen, dass du innerhalb von 4 Wochen konstant mehr Energie verbrauchst, als du zuführst und dadurch hast du eine Lücke und du wirst Fett verbrennen. Wann du diese Energie einsparst, ist eine andere Frage. Und da macht es in meinen Augen überhaupt keinen Sinn, die direkt vor oder nach dem Training einzusparen, wo du ja Leistung bringen möchtest. Das macht ja keinen Sinn, mit einem leeren Tank ins Rennen zu gehen. Deshalb spar die Energie, wenn du abnehmen möchtest, aber nicht vor oder nach dem Training, sondern spar sie an anderen Mahlzeiten. Wenn du Muskeln aufbauen möchtest, dann ist es ohnehin kontraproduktiv, vor dem Training nichts zu essen, weil natürlich willst du deine Muskeln schützen und du willst einen intensiven Trainingsreiz haben. Das heißt, du brauchst vor dem Training Energie und nach dem Training auch, um wieder aufzufüllen, die Regeneration einzuleiten. Und nach dem Training ist es ja auch so, oder generell beim Muskelaufbau ist es so, du willst ja einen Kalorienüberschuss erzeugen. Muskel aufbauen kannst du ja nur mit einem leichten Kalorienüberschuss, dass der Körper genug Material hat, Muskulatur zu bilden. Also Kalorien einsparen vor dem Training oder nach dem Training macht keinen Sinn. Es gibt eine einzige Ausnahme, in meinen Augen, wenn du ein Fettstoffwechseltraining machen möchtest. Ein Fettstoffwechseltraining im Ausdauerbereich, um lange Strecken laufen zu können, lange Strecken Radfahren zu können, schwimmen zu können. Wenn du Ausdauersportarten trainierst, du machst eine Fettstoffwechseleinheit, dann macht das Sinn, vor dem Training keine Kalorien zuzuführen. Dazu werde ich aber ein extra Video zu machen, weil das führt jetzt hier ein bisschen zu weit. Ansonsten, bitte iss etwas vor dem Training, dass du vernünftig trainieren kannst. Wann sollst du essen? Ungefähr 1 bis 2 Stunden vor dem Training solltest du Energie zu dir nehmen. Was sollst du essen? Möglichst etwas mit Kohlenhydraten, mit relativ wenig Fetten, weil die Fette die Verdauungszeit verlängern. Und Proteine sollten auch etwas drin sein, damit du einfach dafür sorgst, dass der Körper genug ja auch Schutz für seine Muskulatur hat über die Aminosäure. Und wenn ich sage, du sollst vor dem Training essen, dann heißt das nicht, dass du eine riesengroße Mahlzeit aufnehmen musst. Wenn du zum Beispiel auf dem Weg zum Training bist und du kommst von der Arbeit, isst vielleicht Müsli-Riegel oder isst vielleicht ein gutes Vollkornbrot unterwegs, isst vielleicht Banane oder irgendwas in diese Richtung. Du kannst auch etwas trinken, was Kohlenhydrate enthält.
Viele Leute trinken zum Beispiel gerne einen roten Traubensaft. Jetzt wirst du sagen, der enthält ja aber wahnsinnig viel Zucker. Ja, Fruchtzucker. Genau darum geht es, nämlich um die Kohlenhydrate, die der Körper ja im Training wieder verbrennen wird. Du siehst schon, das Thema ist nicht ganz einfach. Und wenn du eine persönliche Beratung haben möchtest oder individuelle Tipps haben möchtest, dann melde dich gerne. Schreib uns eine E-Mail oder schreib deine Fragen unten in die Kommentarfunktion. Danke, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, du konntest einen Nutzen aus dem Video mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.